Hallo und herzlich willkommen wieder zum nächsten Part von Yoshi's Island Super Mario World 2. Level 7 steht uns an. Los geht's! Wir haben jetzt Lacticos Hinterhalt. What? Erstmal umdrehen hier. Und wir haben hier ein kleines Bäuchlein. Okay, kleines Bäuchlein hin und her. Wir haben einen fetten Scheiger hier. Und den kannst du nicht zertreten. Weil ich mir eine Stampfattacke, aber ich habe Grund, den jetzt zu essen, weil rauskommt was Großes. Sehr Großes, wie man sieht. Yoshi denkt auch gerade nur, what the hell is that? Was ist das Besondere an diesem fetten Ei jetzt? Er ist schwerer, definitiv. Man wird es ja gleich an Yoshis Ausdruck sehen. Und er ist sehr schwer. Und wenn man den wirft und auf den Boden landen lässt, dann knallt es richtig laut und alle Gegner werden dann zu Sterne, die sich im Bildschirm befinden. Und ich werde jetzt mal kurz hier lang gehen, weil ich weiß, dass hier noch was ist hier. Was ich jetzt... Ah! Nein, oh no. Ah, schnell jetzt den hier machen. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Shy Guy da gerade war. Sonst habe ich ein kleines Problemchen. Da kommt der erste, der zweite. Hier fehlt einer. Da waren drei immer. Das weiß ich sogar noch sehr genau. Oder vielleicht irre ich mich ja auch. Ja, du kannst dir deine komischen Dornbällchen sonst wo hinstecken. Bitte. Danke. Ah, da sage ich doch, da war ein dritter. Hier war wieder so ein komisches Minigame wieder. Ah, ich nehme den fetten mal mit. Ja, kannst du vergessen. Nein, hab ich eine Frage. Ah, ich werf mal den hier weg. Dann wollte ich den Scheiger kurz hier mal im Maul nehmen. Ah, da kommen wieder Sterne. Ich hatte gedacht, da wäre jetzt die Blume. Wollen wir hier den mitnehmen? Gehe ich jetzt mal hier lang. Ah, ja, stimmt, da kannst du ja nicht. Habe ich noch, genau. Kann ich ja daneben schmeißen. Super. Schlau, der Herr. Ja, ich hätte auch eine Stampfattacke machen können. Wäre auch mal sehr vorteilhaft gewesen und mal rote Münzen sparend. Eier sparen. Rote Münzen, hallo? Geht jetzt schon wieder los hier. So. Wir haben eine Goldringe wieder. Schnapp dir mehr Münzen als dein Gegner. Ja, da kennen wir ja schon. So, ich mache jetzt mal extra fies. Oh, der ist schon fies. Da werde ich auch fies sein. Der, what the hell? Den kannst du, was ist denn mit dem jetzt, ey? Unbesiegbar oder was jetzt? Zack. Ja, kannst du knallen. Das kannst, oh, der wird jetzt fies, der Herr. Ja, ich kann auch fies sein. Pass mal auf. So, zack. Yam yam. Münzen Showkies. Ah, du, Alter, jetzt wird er fies hier. Ah, komm her. Zack. Yam. Ab, das ist meiner. Hey, 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 hey. Ne. Oh, Maximum auf Eier. Bei Auswahl dieses Items tauchen direkt 6 Münzen. Was habe ich mit meinen Münzen jetzt gerade? Mensch! Versteht die Welt voller Münzen nicht mehr. Wenn man das Item anwählt, bekomme ich direkt volle Eiervorrat. Sprich, 6 Eier kommen mir dazu. Oh. Denk mal, jetzt passiert sowas hier. Was ich aber auch nicht verstehe, warum das nicht durchgeht, anstatt der Hintergrund einfach ignoriert wird. Aber irgendwie passiert das hier nicht. Warte mal, ich muss gerade zählen. So, 3, 4. Okay. Auf die Glocke. Oh, so machen wir das auch. Gib mir den Münzvorrat. Ach, da war noch einer. Doch. Ich gehe mal hier lang nochmal. Ah, wartet mal, ja, ich rutsche hier ab. Abgerutscht, egal, mach ich so. Zack. Dann nehmen wir den Dicken wieder dazu. Ich möchte mir ein paar Dicke mir sammeln. Okay, wird er doch nicht dazu genommen. Gilt das schon als verschwunden? Warte mal, hä? Ist mich veräppeln? War doch... Ach, egal. Das Spiel trollt mich. Ja,
den hier. Kommt noch mit. Und auf die Glocke. Auf die Glocke! Ich wollte gerade sagen. Ah, ich bleib mal hier stehen. Wollte gerade sagen, weil wenn er mich jetzt getroffen hat, wäre ich aber hier aber ein bisschen am Toben gewesen. So, die Blume. Fall rammen wir mal wieder nach unten. Man kann ja immer wieder, wie man ja gerade sieht, eine rote Münze sein. Wer hätte das gedacht? Ja, ich bin gerade überlegen. Ja, den mache ich mal so platt. So. Hab ich hier die Watti. Ja, war jetzt doch ein bisschen. Nein. Ah. Ah, verdammt. Egal, den mache ich so. Geht ihr so mit. So. Ich benutze dann den lieber. Ah, warte mal, der da oben. Ich brauche mal eben volle Munitionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das kommt so hin. So wollte ich das haben. Deswegen habe ich jetzt gerade nicht gesprochen. Ich habe gerade konzentriert gezielt. Ja. Gut, da war der. Nehmen wir auch mit. Okay, Doki. Komm mal her, große fette Kugel. Ich will dich mal gerne schlucken. Boah, finde ich aber schade, die auch nicht so groß ausfallen wie bei den dicken Stahlkreis. Fand ich schade. Hätten sie auch machen können. So, warte, hat er sich jetzt durchgepackt. Okay, hier war. Hopp da, den haben wir weg mal eingesackt. Ah, oh. Oh, schade, den möchte ich gerne schlucken. Komm mal her, brauch dich. Nein, nicht kommen, verwandle dich wieder zurück. Das ist schade. Ob jetzt habe ich den. Ah, oder? Taucht da nochmal auf, bitte tauch wieder als normale. Ah, gut. Er ist wieder erhalten gewesen. Moment, bevor ich aber das Ei schmeiße, mache ich hier den Pfahl runter. So, zack. Wieder ein paar Sterne-Münzen. Den schlucke ich auch schon mal. Yam, yam, yam. Runter mit der bitteren Pede. So, den brauche ich nämlich hierfür. So, Blümchen, komm mit. Ja, war alles. Okay. Dann schauen wir mal hier. Okay. Lalalala. Ich kann überlegen. Okay, ich habe alles. Hoffe ich mal. Wenn ich dann. Sag ich dazu nur. Da. Ich muss hier warten. Ja, so. So und so. Wunderbar. Hier war nicht. Ach, doch war wohl was. Boah, die One-Ups, die häufen sich hier. Hallo Yoshi, wie geht's dir, mein guter Junge? Ich hoffe, dir geht's gut, mir auch. So, den wollte ich so machen. Dann wollte ich hier hoch. Ah, verdammt, hoffentlich sitzt. Muss mal eben so, dann. So. Ah, verdammt, der ist jetzt. Egal, ich habe ja schon genug One-Ups, deswegen ist mir das egal, dass ich jetzt mal eben. Ach, wo läuft. Was mache ich denn hier? Was mache ich umholt? Ah, hier war nichts. Ah, Moment, bevor ich hier seelenlos hier runter jumpe, hatte ich mal eben auch schon nach 14. Hoffentlich sind jetzt noch hier die roten Münzen noch alle zu finden, sonst tobe ich hier gleich. Aber dieses Level kann auch manchmal fies sein, mir fehlen dann wieder ein paar rote Münzen. Dann kann ich auch nur wieder sagen. Ich werde natürlich in jeden Fall in den Boden rammen, weil einfach der Grund ist, man weiß nie, wo die roten Münzen immer sein können. Auch wenn man das Spiel auch schon lange oft gespielt hat, kann es trotzdem mal passieren, dass du trotzdem mal eine rote Münze mal übersiehst. Geht so schnell, das merkst du gar nicht.
Da war noch einer drin. Jetzt gehen wir den noch runterrammen. Zack. Bam. Klopp. 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 Jürgen. Klopp. Jürgen. Klopp. Jürgen. Klopp. Ah. Ja. Noch ein Leben. Wer hätte das gedacht? Ja, ich lasse ihn mal platzen. Ja, den war so. Den lasse ich auch mal platzen. So, der war gut. Dich nehme ich mal so mit. Ja, rammeln bis zum geht nicht mehr. Ach nee. Zack, zack, zack. Boah, hier. Fehlerrammeln bis zum geht nicht mehr. Ah, da war das Zeichen. Wir haben alle roten Münzen gesammelt. Aber ich bin trotzdem stampfsüchtig und hau hier trotzdem alles in den Boden rein. So, zwei Blumenfilme noch. Die besorge ich mir jetzt eben auch schnell. Ups. Ich gehe aber vorher echt mal hier lang nochmal. Weil die Blumen bin ich mir sicher, dass die mir nicht eher entfleuchen. Wo war hier nochmal was? Moment. Ja, benutze ich doch. Okay, mache ich mal den hier. Okay. Moment, ich meine. Okay, dann nur nicht. Ich hätte schwimmen können, da unten war noch eine versteckte Wolke gewesen. Okidoki. Hier muss ich mal auch mal kurz achten. Ich fange einfach mal kurz an. Das habe ich jetzt wieder gedacht. Ja. Gut, der ging noch. Das ist wunderbar. Damit kann ich leben. Ich hätte schon befürchtet, shit, dachte ich nur. Okay. Komm. Oh, was mache ich denn da? Ach, auf mich zu zielen. Was lieber. So. Der Block wird nur größer, aber kein besonderer Block. Ah, wüsste ich aber. Mal auf hier. Pass mal auf. Nicht mit dem Commander. Egal. Egal, ich habe ja genug zum Sammeln. Kriegt erstmal eher einer auf die Glocke von mir persönlich. Du kannst es auch da knicken. Du kommst mit. Zack. Zack. Guck ich mal nochmal hier. So, ja, das hier. Um, das hat geholfen. Ich glaube, das war jetzt auch so ein ähnlicher Effekt wie mit den fetten Ei rumzuwirbeln. Ach, guck mal. Ja, tatsächlich, da hat sich gerade einer Münze. Verdammte Münze. Heilige Münze. Ich meinte den Stern, verdammt nochmal. So. Zack. Nein. Warte, kann ich vielleicht oder so machen. So, ich habe alles. Alles da, alles frisch, gut. Abspeichern, passiert mir auch nichts mehr hier. Ah, bist du ein guter Fahrer? Dann gib Vollgas. Drücke B, um die Gegner zu überlisten. Okay. Sag mal, ey, what the? Jetzt haben wir hier zum Race Yoshi, sage ich jetzt mal, oder K-Yoshi. Hui, das ist auch witzig. Hui. Komm, den nehme ich mit. Ja, wollte ich auch sagen. So, Moment. Da war noch ein Upsa. Nee. Mal hier. Halt so. So. Ah, schade, muss ich eben. Warte. Und so machen. Durchhüpfen und. Aha. Jetzt nehmen wir hier lang. Schnell, schnell, schnell. Schraub, schraub, schraub. Noch einen. Ich glaube, hier war doch. Genau. Zack. Nehmen wir auch mit. Alles mitnehmen hier. Und noch einen. Was gerade so schön war.
Und die Münzen kriegen wir aber auch nicht mehr mit. Schade, egal, ich brauche die Münzen nicht unbedingt. Brauche ich die? Nö, ich habe ja genug Leben. Und. Ah, wie nett. Lucky! Bonusspiel! Let's go! Das sieht gut aus wieder für mich. 100 Punkte. Ja, ich glaube, ich habe den Dreh auch wieder richtig raus, mit den ganzen Klamotten. Das ist gut und ich habe das Gefühl, das ist wieder der einarmige Bandit. Wollt ihr mich mit den einarmigen Banditen quälen hier oder was habt ihr vor mit mir? Mensch! Ihr nervt damit! Also wie ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, hier muss man ab... Dreht ja nach Aktivierung drei Symbole über. Bei dem getroffenen Symbol. Okay, Moment. Mal gucken, ob ich den 7er krieg. Wie will ich es haben? Der erste muss ich auf Stern treffen. Okay. War zu früh. Verdammt! Krieg ich nichts bei Melone oder was? Ach komm, vergiss es. Ich hab keine Lust, mich mit einarmigen Banditen zu ärgern, ey. Ich mag den echt nicht. Ich hab was gegen einarmige Banditen. Okay, dann wollen wir uns dann gleich mit dem Boss des Welt zweimal anlegen. Dann ist doch dieser Part auch schon wieder zu Ende. Ich verlaufe mich auch schon sehr gut in dem Spiel. Ja, ich bin ja schon, kann man sagen, fast schon so gut, schon eine knapp an der Hälfte des Spiels da schon angekommen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier in diese Röhre. Ich genieße wieder schön die Musik hier von diesem Level. Ah, fuck. Nein, du bleibst hier! So. Ja, nehmen wir so mit alles. Kurz Nase kratzen wieder. Okay. Ja, du bleibst hier. Okay. Ach, ich kann ja nicht runterschlucken. Stimmt ja. Muss erstmal ausspucken. Alles hier. Heiß. Zack. Komm her. Ich verbrenn mich. Ja. Heiß. Musik ist einfach toll, der Soundtrack hat's hin. Wo sind meine Eier? Skandalöse Sache. Wo sind die Eier? Skandalöse Sache. Ich entwickle hier Songs hier auf eine Art und Weise. Das ist witzig manchmal. Skandalöse Sache. La 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 la. Wo sind die Eier? Zack. Zack. Und der. Japp. Und ab in die Röhre. Ah Gott. Ich mag die Röhren. Also ich hab nicht. Ich konnte mich noch erinnern als kleines Kind, wo war im Garten, wo ich bei mir damals im Garten mit meinem Vater oder meinen Eltern mal den Teich gemacht haben. Wir hatten uns mal so einen Teich gemacht, der war ja auch so, wenn man da reinguckte, es kam mir so vor wie so eine Röhre, eine übergroße Röhre. Ich konnte es nicht sein lassen, immer wieder da reinzuspringen. Das war so schön funny. Ich musste dann immer so mal diesen Röhrensound immer nachmachen. Habe immer so immer dieses Djong, Djong, Djong gemacht und bin dabei immer in das große Loch reingesprungen. Ich fand das früher recht witzig. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht hier in falsche Röhre reinsause. Aber nach dem Zaun zu urteilen ist es nicht so, Gott sei Dank. So, lale, dann denke ich mal, muss ich jetzt den hier nehmen und dann wieder zum Tuff-Tuff-Yoshi werden hier. So, Y, wird Gas geben. Oh Gott, die kommen schon wieder angesaust, diese gemeine Drecksäcke. Ah! Ne. Da bin ich ein Drecksack, da renne ich doch wieder, fahre ich doch wieder frei, wenn ich so rein. Na, verdammt. Ah, ne, ich guck mir die Münzen mal richtig an, ich bin kurz. Ja, egal, komm, das sind normale Münzen. Ist nicht schlimm. Wir sind Gott sei Dank keine roten Münzen. Falls mir doch welche am Ende fehlen, dann weiß ich ja, wo die abgeblieben sind. So, und Rainer wieder. Puck. So, wenn ich jetzt meine Eier extra für verbrauchen, ne, brauche ich nicht. Genau so. Ja, da sind hier ja die ganzen anderen roten Münzen, ja. Ja, mache ich jetzt so.
Na, so. Perfekt, reicht. Na, wird er mitgenommen? Wirst du ihn mitnehmen? So. Rein da wieder. Röhrenvergnügen. Mein Gott, der Hintergrund, ey. Hört sich so an, wie einer, der gerade kurz am Wasser am Gurgeln ist. Oder dass er sich einen Haufen Liter Wasser in den Schlund säuft. Moment. Hier war ja was mal. Oh, haben wir eine rote Münze nochmal? Da. Gehen wir hier runter. Okay. Okay, zack. Ja, wusste ich auch. Ah ja, ich glaube, ich erinnere mich hier wieder ein bisschen. Ah, warte mal, ich kann die, glaube ich, auch verwirren da oben, ne? War das nicht mal so? Warte mal. Ah, da, ne, da war... Warte mal. Ich glaube, wenn ich die da gerade angebe und ich dann so mache... Ja, lassen sie die fallen. Und der wird da oben... Ah! Was war das? Ah, habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. What the fuck? Die Blume ist zum Bösen geworden. What the fuck? Oh Mann, ey. Ich bin jetzt gerade voll erschreckt, ey. Das hat gar nicht richtig mitgekriegt, dass hier diese grimmigen Blumen jetzt nochmal gewesen sind. Ah, warte mal. Ja, machen die mir hier schon den Weg frei. Spare ich mir die Eier oder mir die Kopfschmerzen. So, danke. Ja, warte. Oh, hast du den fallen gelassen? Nein. Wie kannst du nur? Ah, war zu nah. Was? Moment. Haben wir die Münzen Mann, was hab ich mit meinen Münzen? Verdammt nochmal. Sterne, verdammt. Sterne, das sind Sterne. Sterne mit blauen Stiefeln. Nein, das lässt du sein. Nö, wie kannst du nur? Hoppla. Oh, nö. Yep. Ja. Erstmal hier den Rat der Shy Guy Geister hier befolgen. La. Ja. Voll crank der Chief, ey. Ja, könnt ihr mal lange brauchen. Warten! Ah, warte mal, hier ist auch was Witziges. Man kann hier rein und dann. Ja, fand ich auch witzig. Das hat der Yoshi doch später mal gemacht bei Smash Bros. Hat er seine eigene Stimme auch richtig gekriegt. Ja, dass ich. Oh mein Gott, hat er sich so knuffig angehört, wenn er seinen Flatterflug macht. Lalala, ist das schön. So, geht da lang? Ja doch, ich hab alles. Ich verwirr mich jetzt gerade ein bisschen selber. Das soll nicht so sein. Ah, wo kommt der denn her? War gerade was abgelenkt. Was haben wir denn hier? Drücke L oder R, um das Fahnenkreuz zu stoppen. Nun kannst du viel einfacher zählen. Ja, das weiß ich schon längst. Ich glaube, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Wenn nicht, dann wollte ich es dir nochmal jetzt erwähnt. So, ich glaube, hier muss ich so machen. Ja, dann so. Genau. Nach einer gewissen Zeit dreht er sich wieder runter. Und bumm. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Finde ich auch nicht mehr. Außer aus meinem Magen. Ah, genau. Schlüssel haben wir ja. Guck kurz mal hier rein. Ja, ich denke, kommt ja noch ein Schlüssel. Glaube ich, weiß ich nicht so. Aber ich mache jetzt hier so einen Sternenring. Müsste jetzt, glaube ich, kommen. Ja, da dachte ich es mir schon. Da haben wir schon mal die Sterne voll. Okay. Ah, da waren alle. Die roten Münzen müssen noch hier gefunden werden. Oh, warte mal. Ich bin jetzt hier gerade verwirrt. Da muss ich jetzt hin. Ich werde das jetzt. Ah, hoffentlich laufe ich jetzt nicht irgendwie falsch. Warte mal. Jetzt darf ich mich nicht hier verhauen. Oh, Hilfe, ich hatte ja fast meine Flasche um hier. Doch nichts mehr. So. Ah, der. Über hier lang. Der brauche ich immer. Long. Ich bin jetzt nicht falsch abgebogen. Ah, ich bin, warte mal.
Diese Stacheln verursachen große Schmerzen und Yoshi sitzen. Ich hoffe, es ist schnell zu lesen. Diese Stacheln verursachen große Schmerzen und Yoshi. Mann! Diese Stacheln verursachen große Schmerzen und setzen Yoshi gleich außer Gefecht. Hier noch ein Tipp. Zerstöre die Stacheln mit einem Ei. Ah, ich will mein Vorschnell lesen wieder, ey. Mensch, Junge, lass das doch mal sein. Naja, ich kann ja das Stacheldraht nicht berühren. Jetzt will ich da einfach durchjumpen, aber dann. Oh, komm! Aber so genau wollte ich es auch nicht wieder haben. So, jetzt muss ich vorsichtig hier rüberhüpfen. Dann der, so. Moment, ich glaube, ich kann von hier aus schon treffen. Ja. Ja, zack, 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 hier rein und da wieder. Ich denke mal, ich muss doch in die Tür schon mal rein. Und der Weg da drüben hat mich so ein bisschen irritiert, dass ich dann, glaube ich, da schon rausgehen kann zum Boss. Ja, war richtig. Zack, zack. Ja, dachte ich mir doch. Komm. Okay, da werden dann alle. 7 rote Münzen fehlen mehr. Ich habe schon ein Knirschen im Magen. Aber ich bin ja noch nicht am Ende des Levels. Deswegen bleibe ich schon noch ein bisschen gechillt hier. Muss ich nicht wahnsinnig machen. Das bringt nichts. Ganze Terror hier für nichts. Komm her. Ah, wo ziehst du denn hin? Oh. Ah, oh, komm! Na, oh, was machst du denn da? Komm, bleibst da oben. Nein, 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 du gehst wieder hoch. So. Mal so. Hätte auch hier die Eier sammeln können. Warum fresse ich die Scheigeist gerade? Ach Gott. Was ist Yoshis Schuld? Weil du immer so verfressen bist und du mich zum Fressen verführst. Da. Na gut. Dann wollen wir mal hier hochdüsen. Oder auch nicht. Ja. Mach ich's mir einfacher. Da. Ich könnte es mir auch einfacher machen eigentlich, aber ich wollte mal lieber so hochdüsen. Da. Ja, das sieht mehr. Boah, ich wäre jetzt fast noch da reingesprungen, ich wahnsinnig. Warte mal. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe gerade so ein komisches Gefühl im Magen. Ich weiß nicht warum. Ich werde, glaube ich, noch alle roten Münzen finden. Ja, definitiv werde ich sie noch finden. Und hier sind noch die. Oh nein, nicht die Geier. Ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie man die schnell besiegen kann. Komm runter, komm runter. Oh, da kommen sie schon alle runtergedüst. Warte mal, ich glaube, ich kann euch. Ah, ich kann die, glaube ich, auch in Ruhe besiegen. Nicht zu nahe kommen. Na, komm, 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 komm. Zack, zack. Ah, bleib da liegen. Boah, die sind sehr gefährlich manchmal. Können sie gefährlich werden. Ah, da kommt der nächste Bekloppte wieder. Hau ab. Hau ab. Du Bekloppt. Boah, da kommt der nächste wieder. Ah, Mist, Kacke. Mann. Verdammte Mistviecher, ey. Das geht mir auch ein Kehricht, ey. Mann, du! Mistkerl! Echt, ey, paar Millimeter schon, dann klaut ihr das Baby, ey. Habt ihr scheiß Pedoscheige, ey. Alter! Mein Gott, bist du wohl! Mann, was? Doch hier! Du Drecksau! Ich stirb! Oh. Hast du nichts da noch darum, der Sternring? Gott sei Dank, ja. Wie viele Sterne habe ich noch? 22. Okay, ich kann ihn mir noch mal ganz kurz klauen lassen. Komm her. Du Kloppter. Meine Fresse. Komm her, du. Ja, ich hab doch auf dich gesprungen. Willst du mich veräppeln? Alter.
Oh, machen die mich Rage, ey. Bah, diese verdammten Fleisch-Scheigeis. Pedo-Scheigeis, nicht, ist jetzt eher jetzt. Verdammter Mistkerl, ey. Ich hasse die Kerle. Ich meine auch eine Blutpatette oder was Spezielles gehabt. Aber sieht nicht so aus. Okay. Erstmal das hier voll. Und ja. Mich in Ruhe ihren Level widmen kann. Ich habe jetzt mal nachgucken, alles voll. Okay. Dann haben wir gelbe Eier. Ah. Heute dreht sich hier alles um Blumenpette. Ah, cool. Ah, Moment. Den kann man auch mit den Eiern bewegen, glaube ich. Ja. Yep. Genau, so war das. Ah, na, das alles jetzt, denke ich schon. Ja. Das wart. Warte, wart. Okay, dann wollen wir uns mal um den Endboss des Levels Vitamin. Ein Blumenpott. Oh, Yoshi, das Kind bringt Unheil über die Bowser-Familie. Also gib es mir. Nö. Ich hab die Augen geschlossen, ignoriere ihn. Oh, 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 was ist denn das? Erfüllst du meinen Wunsch? Das sieht nicht so aus. Wow, Alter. Ah, komm, komm, komm. Ah, ich muss das anschieben. Ah, jetzt, ja, anschieben. Oh, verdammt. Komm, verschwinde die Flammen. Die Flammen müssen weg. Oh, und wieder anschieben. Boah, das schubt mich auch weg, aber egal. Komm, 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 komm. Ja, ersten haben wir schon. Zweiten haben wir. Tja, Kumpel. Sieht aus, als hättest du jetzt leider schlechte Karten. Ja, du kannst dich nicht mehr wehren. Und du hast dich gerade selber damit untergeschubbt. Ach ja. Wunderschön. Und ein Schlüssel wieder für mich. Und bye bye. La 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 la. Da 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 da. Welt 2 ist für mich abgeschlossen. Ah ne, noch nicht ganz eigentlich. Bin ja ein bisschen voreilig wieder. Perfekte Mondo. Da haben wir auch schon wieder ein zweites Extra und ein zweites Bonus. Ja, ich mache hier jetzt schon den Part. Nee, ich mache, warte noch eben mit dem Cut, weil ich denke mal, es kommt wieder. Ja, der Yoshi wandert weiter. Macht diesen komischen japanischen China Tower hier irgendwie. Boom. Und die nächste Yoshi-Flagge. Welt 2. Fertig. Und die Musik ändert sich auch schon an der Map, man hört es schon. Das ist auch, zu bemerken, wenn man jedes Mal eine Welt weiter ist, ändert sich die Musik immer mehr und mehr. So, aber ich werde jetzt, hier einen Cut setzen und am nächsten Part fange ich jetzt nicht mit Welt 3 an, sondern ich werde erstmal schon mal die zwei extra Levels machen. Also... Ja, ich mach das mal so. Sieht ja besser aus. So, also nächsten Part dann mit den Extra-Levels mit 1 und 2. Wir sehen uns dann. Bis denen.